Servus, grüezi, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs in der Release-Version 2.6.1. Wir haben da oben den Leuchtturm befreit von dem bösen, bösen Orax. Und jetzt werden wir mal rüber zur Kanalisation bzw. zur Kläranlage, um dort die Sachen zu klären. Ja, das werde ich jetzt mal eben kurz überjumpen. Jupp, einmal die Kläranlage aufmachen. Und die Sache klären, erstmal Alrik Bescheid geben. Ich bin gekommen, um euch zur Flucht zu verhelfen. Tatsächlich? Was ist denn mit der Sache mit dem Leuchtturm? Die Orks am Leuchtturm wurden beseitigt. Ihr könnt nun fliehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Damit hast du unser aller Dank verdient. Wenn das nur so einfach wäre. Was hindert euch denn noch zu fliehen? Bevor wir fliehen können, musst du ein ernstes Wörtchen mit Krita reden. Wieso das denn? Weiberkram. Sie meint, sie hätte eine Wasserphobie. Keine Ahnung, was das genau ist. Hab mir nur erklären lassen, sie sei wasserscheu. Ja, wegen ihrer Frisur. Sie weigert sich, mit uns über den bisherigen Fluchtweg zum Leuchtturm zu gelangen. Nun gut. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Weiberkram, Naja, das ist halt eben auch so. Wenn du eine richtige geile Frau kennenlernst, ja? Oder habt eine tolle Freundin oder solche Geschichten. Oder ihr trefft eine neue Frau. Wo gehe ich denn hin? Ihr trefft eine neue Frau. Und ihr möchtet euch mit ihr verabreden. Dann geht doch mal einfach mal ins Hallenbad, ins Freibad und guckt mal, ob die taucht. Wenn die allerdings nicht willens ist zu tauchen und sagt, oh, meine Frisur. Ja dann, ne? Das ist halt eben die Eitelkeit bei den Frauen. Schauen wir mal. Wir müssen ja noch irgendwie zusehen, dass wir hier weiterkommen. Denn da ist Booze. Jetzt bin ich gegen diesen Kasten da geknallt. Ja, okay, der hat nichts zu sagen. Aber die Gritta, mit der müssen wir ein ernstes Wörtchen reden. Meldor, der verkauft ja was. Und der Mario, der verkauft ja auch was. So, dann gucken wir mal eben. So, Gritta, dann öffne mal deine Haare für mich. Bist du Gritta? Ja, ich bin Gritta. Woher kennst du meinen Namen, Fremder? Du trägst zwar die Rüstung der Miliz, aber ich habe dich hier noch nie zuvor gesehen. Mein Name ist Roland. Ich komme von dem Kriegsschiff Albatros, das aus der Hauptstadt Vanguard kommt. Ich soll hier nach dem Rechten sehen. Was will denn ein Milizsoldat aus der Hauptstadt von mir? Nun ja, ich selber komme ja gar nicht aus der Hauptstadt, sondern nur die übrige Besatzung der Albatros. Und woher kommst du dann? Aus Kurines. Das verstehe ich nicht. Vorhin sagtest du, dass du aus Vanguard kommst. Falsch. Ich sagte, dass die übrige Besatzung unseres Kriegsschiffes aus Vanguard kommt. Ich selbst komme aus Kurines. Mein Vater ist Bosper der Bogner. Du bist doch kein Bogner. Ich denke, du bist von der Miliz. Sag mal, hörst du eigentlich zu? Mein Vater ist Bogner. Ich selbst bin bei der Marine des Königs. Du redest wirres Zeug. Jetzt bist du auf einmal bei der Marine? Gehört die etwa auch zu der Miliz? Okay. Ja. Nein, das heißt ja. Allerdings... Roland, ach, gib's auf! Du verwirrst mich nur. Und eigentlich interessiert mich das auch gar nicht. Alrik schickt mich. Euer Fluchtweg ist nun frei. Allerdings hörte ich von Alrik, dass du ein Problem mit dem Fluchtweg zum Leuchtturm hast. Ist das wahr? Ja, du hast richtig gehört. Und ich kann dagegen leider nichts machen. Ich habe eine Wasserphobie und meide somit das Meer, geschweige denn darin schwimmen. Und selbst wenn ich am Strand bei Baltram wäre, diese alten, instabilen Leitern würde ich nie im Leben benutzen. Das grenzt an Selbstmord. Ich erinnere mich noch, wo ich als kleines Kind jemanden die riesigen Klippen herunterstürzen sah. So zu enden, wie der arme Kerl damals, das will ich auf gar keinen Fall. Nee. Ich habe aber oben auf dem Leuchtturm alle Orks für euch beseitigt. Eine bessere Chance bietet sich für euch nie wieder. Wenn sie erst einmal mitbekommen haben, dass deren Spähtrupp auf dem Leuchtturm tot ist, wird eure Flucht unmöglich sein. Glaub mir, ich weigere mich nicht nur zum Spaß. Sobald ich nur mit dem Meerwasser in Kontakt trete, bekomme ich große Panik. Ich werde dann nochmal mit Alrik über diese Sache reden. Ich würde aber nur ungern dich zurücklassen. Tja...
Obwohl, gut, okay, das mit dem Meerwasser ist eine Sache, aber das mit den Leitern, das kann ich gut verstehen, weil das Meerwasser, das ist ja salzhaltig und diese blonde Gritta hat ja schon einen blonden Ansatz und würde sie ins Salzwasser gehen da, und die Sonne drauf scheint, dann auf die Haare von Gritta, dann wird sie ja noch blonder. Das halt eben nur so mal als Nebeninfo im Chemieunterricht. Arik, komm her. Ich kenne sowas. Ich habe mit Gritta gesprochen. Und sie hat dir gesagt, dass sie nicht mitkommen wird, stimmt's? Leider ja. Ich frage mich nun, was wir jetzt mit ihr anstellen sollen. Was heißt wir? Die Zeit läuft uns davon. Ich schlage vor, du holst uns alle hier raus und kümmerst dich dann anschließend um Gritta. Es wäre jetzt unser größter Fehler, diese Chance nicht zu nutzen. Wir dürfen nur wegen diesem Vibe nicht zu viele Menschenleben riskieren. Du hast recht. Es wäre wirklich das Beste, wenn ich euch zum Baldram bringe. Was Gritta angeht, muss ich wohl mir was einfallen lassen. Gut. Ich bleibe hier, bis der letzte Mann draußen ist. Ja. Jo, jetzt darf ich wieder zu Gritta latschen. Latschen wir zu Gritta. Hör zu, Gritta. Hey, du. Es gibt noch einen anderen Weg zum Leuchtturm. Ja? Welchen denn? Wir fliehen durch das Tor. Bist du denn verrückt? Das sind doch die Orks. Eben. Wir müssen daher sehr schnell sein. Vergiss es. Ich bin doch nicht verrückt und lass mich umbringen. Na schön. Dann lasse ich dich eben hier. Du kannst dann hier bleiben, bis du irgendwann verhungert bist, wenn dich nicht vorher die Orks finden. Du willst mich hier allein lassen? Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, du hast also die Wahl. Na, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dir zu vertrauen. Du sagst es. Aber ich sage dir, wenn mich die Orks erwischen sollten, kratze ich dir die Augen aus, verstanden? Wie denn? Ja, von mir aus. Ich sage dir dann Bescheid, wenn es losgeht. Gut. herrlich. Das heißt also wieder mit Alrik reden und den Schlüssel bekommen. Ich werde mit Gritta über das Tor oder die Mauer fliehen. Eine riskante Sache. Wollt ihr das wirklich wagen? Mir bleibt keine andere Wahl, wenn ich Gritta hier rausbringen will. Und was machen wir? Du wirst uns doch wie geplant zu Baldram bringen, oder? Oder hast du dir es jetzt etwa anders überlegt? Ja, habe ich. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was passiert, wenn wir Gritta hier allein zurücklassen. Und das ist mir zu riskant. Du hast recht. Nachher gerät sie in Panik und weiß Belja, was dann alles passieren kann. Na schön, wie sieht dann dein neuer Plan aus? Im Grunde ist der Weg zu Baldram ziemlich ungefährlich. Zumindest jetzt noch. Daher schlage ich vor, dass du die Flüchtlinge zu Baldram bringst. Anschließend kommt ihr mit Farim und Baldram zum Leuchtturm, wo ich, wenn alles klappt, mit Gritta zu euch stoßen werde. Na gut, dann machen wir es so. Wird wohl das Beste sein. Sag mir Bescheid, wann es losgehen soll. Okay. Es ist soweit. Es ist soweit. Geht los. In Ordnung. Wir sehen uns am Leuchtturm. Viel Glück. So, Alrik wird jetzt ganz, ganz smooth zu den Leuten rennen. Lass mich mal vorbei. Ja, Alrik ist gut. Und wir holen uns noch zur Hilfe den Dandolo. Ja, den Dandolo habe ich doch am Leuchtturm gelassen. Müssen wir den mal hier mal mitnehmen. Komm mit. Auf geht's. Gut. Und dann haben wir hier noch die ganzen Leute, hey, hier, die aus der Kanalisation sind. Schauen wir mal. Bruce. Hey du. Haben die was zu sagen? So wie es aussieht, nicht. Ne. Immer sicherheitshalber nochmal gucken. Meldor verkauft nur, ne? Also, ja. Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Das lasse ich erstmal bleiben. Hey, du. Waldrämchen. Genauso. Oragon. Ja, okay. Nein, das wollte ich nicht. Das machen wir lieber erstmal nicht. Jetzt gehen wir runter mit ihm. Quatsch, ich gehe nicht runter mit ihm. Bin ich denn doof? Warte auf mich unten. Warte auf mich. Am Strand. Ich gehe jetzt am besten alle. Manometer, ich wieder hier. Küste, Baldram, Strand, ja, warte logisch. Hier.
Na, da habe ich einen Denkfehler gemacht. Sorry, Leute. Trotzdem nochmal Jora, Matteo. Ja, und irgendwo war Alrik, der war ja hier vorne. Da ist er. Hey. So, okay, er hat noch nichts zu sagen. Und wir verziehen uns wieder in die Kanalisation und kümmern uns um Gridda. So, dann Dülchen, dann kommen Sie mal mit hier. Komm mit. Auf. Ja, ja, ich springe ihm auch noch entgegen. Ja, okay. Beende nicht mit Escape, sondern mit meinem Sprung. Und dann geht's zu Gridda, wir beide. Gridderchen, ich habe hier Unterstützung mitgebracht. Es kann jetzt eigentlich losgehen, aber weißt du was, wir müssen das ja mal nachts machen, denn wenn ich jetzt hier gucke, Fluchthelfer, das ist jetzt hier. Arik macht sich mit den anderen auf den Weg. Ich werde jetzt am besten warten, bis es Nacht ist und dann mit Gridda aus der Stadt flüchten. Das habe ich nämlich in meiner ersten Version falsch gemacht. Und, Ndolo, was ist denn mit dir jetzt? Haust du dann ab oder was? Shit. Nee, das hat nicht geklappt. Dandolo bleibt ja hier an diesem Strand. Werde ich auch mal nicht zum Mitkommen bewegen. Vor Mitternacht. Denn das soll ja wohl in eine Nacht- und Nebelaktion werden. Die Befreiung Grittas. Dandolo, jetzt aber mal mitkommen hier. Okay. Wir sehen uns bei Gridda. Hoffentlich gibt's kein Gewitter. Na, wo ist sie denn? Ah, die pennt. Müssen wir sie aufwecken. Oben drüber höre ich schon Orks. Was soll denn das? Steh ich nicht. Uchachacha. Verdammt, was ist los? Ja, Gridda, komm. Es wäre ein Kenia, komm. Komm. Hoffentlich geht alles gut. Ja, das hoffe ich auch. Okay, dann Dolo. Dann geht's also hier hoch. Gucken wir uns hinten an. Ja, ihr seid alle da. Oh, weia, das ist aber echt übel, was jetzt hier gleich abgeht. Seid ihr alle da? Ja. Oh, pennt einer. So, das ist die besagte Tür. Lieber nochmal speichern. Jetzt geht es los. Über uns sind ja Schlafgemächer. Was ist los? Ja, was ist los? Die oben drüber alle schlafen. Ja, oh, was liegt denn da rum? Kann man da was holen? Nö, irgendwie nicht. Na hier. Springen wir mal über den Tisch. Genau, richtig. Was? Andolo, du sollst die Waffe nicht ziehen. Ist der Dull. Verdammt, was ist los? Verdammt, was ist los? Das ist jetzt echt übelst. Na, gucken wir mal. Ich hab abgespeichert. Eins. Ja, toll, mitten in der Nacht. Ist doch mitten in der Nacht, oder? Ja, super, klasse. 0.52 Uhr. Ja, vielleicht noch ein bisschen warten, ich weiß es nicht. Aber Dandolo ist jetzt hier im Jagdmodus drin. Kannst du mal damit aufhören? Was ist ja nicht. Hier irgendwie. Ich mach den fertig, oh nee. Hat er gemacht. Ich befinde mich echt in einem vertrackten Dilemma. Dandolo habe ich auf defensives Kampfverhalten ausgerichtet. Gridda kann ich sogar warten lassen, aber die halt. Warte auf mich. Ich gehe. Ja, die hält aber nur am Hoteleingang und das wäre jetzt nicht so pralle, das zu machen. Und ich soll ja nachts angreifen, beziehungsweise nachts flüchten hier. Zweiter Absatz. Es ist Nacht, wie man unschwer erkennen kann. Und ich muss jetzt irgendwie... Wie mache ich das jetzt? Und oben drüber sind die Söldner, die greifen mich ja auch an. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was mache ich denn jetzt? Verdammt, was ist los? Psst. Das ist hier nämlich eine ganz diffizile Angelegenheit. Also, wir werden Gridda erstmal warten. Warte lassen. Auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Zwar am Hoteleingang. Geht alles gut. Ich hoffe, dass sie da auch stehen bleibt.
So, dann Dolo folgt mir noch im Defensivkampfmodus. So, und jetzt läuft er die ganze Zeit an Ork rum. Ich werde mal hier am Eingang warten. Verdammt, was ist los? Verdammt, was ist los? Ich weiß, ist das auch nur einer. Denn wenn ich hier so leise rausgucke, ist hier noch keiner. Heißt das, dass die Luft rein ist mitten in der Nacht? Ich weiß es nicht. Wir müssen es riskieren, irgendwie mal bis da hinten hinzukommen. Also, Dolo, komm mal mit. Gritta bleibt hoffentlich schön im Hotel. Und dann, Dolo, schauen wir mal, was jetzt passiert. Hinten sind auf jeden Fall Torwächter. Oh, weia. Zieh schon mal die Waffe. Gandolo, bist du... Oh, da hinten ist ja so ein Typi. Oh, der ist hinter uns. Oh, weia, wo will der hin? Ich mach dich fertig. Ja, jetzt kommt er. Wow. Den haben wir genutzt. Superklasse. Und eine Crush Agash. Also einen haben wir genutzt und das war der eine, der die ganze Zeit da immer patrouillierte. Okay, Dandolo, dann dürfte der Weg hier frei sein. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter und dann würde ich mal sagen, frontale Attacke oder was? Aber da ist noch einer da. Ups. Und jetzt? Bist du sicher, dass wir das schaffen werden? Ja, aber hallo, komm. Komm mit. Mach jetzt keinen Rückzug. Am besten hier in die Ecke rein. Ich mach dich. Okay. Dandolo, hast du gut gemacht. Aber da ist doch noch einer. Er hier da. Der Torwächter. Los, Torwächter, mach jetzt einen Abflug hier. Nicht ich. Oh. Glück gehabt. Wir sollten die Orks meiden. Die sind viel zu stark für uns. Ja, das sagst du mir hier in der Jauchegrube, oder was? Mann, oh Mann, oh Mann. Komm mal hoch. Okay, er ist auch mit hochgekommen. Also der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Das ist klasse. Jetzt darf nur nicht weiter wieder was passieren, sonst kriege ich einen Eimer hier. So, Dandolo, komm mit. Zurück. Jetzt holen wir Gritta ab. Oh. Verdammt, was ist los? Verdammt, was ist los? Ja, ist gut. Komm mit. Komm. Mach nicht so laut. Es geht alles gut. Und Gritta, mach hier kein Gewitter. Indem du hier so schreist, hallo. Mitkommen. Kommt sie jetzt nicht mit, oder was? Hallo? Gritta kommt nicht mit. Was ist denn jetzt los? Gritta, du kommst jetzt mit. Oh mein. Verdammt. Warte auf. Was ist los? Hoffentlich. So nochmal. Komm mit. Komm. Hoffentlich geht alles. Ja, wissen wir. Wieso kommst du nicht mit? Dreht sich zu mir? Oh, was ist denn das für eine Zicke jetzt? Ah, da ist er. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, die kommt nicht mit. So, folgt mir alle unauffällig. Okay, liebe Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind draußen. Wow. So, machen wir erstmal ein bisschen Licht hier. Es werde Licht. Wo sind hier diese lustigen Fackeln? Fackeln. Da. Wunderbar. Okay. Ach, wie romantisch. Oh, hier gibt's eine Feuernessel. Gut, okay, mal schauen, was noch auf uns zukommt. Oh, Schlumpfvieh. Schon wieder so ein Mistvieh. Schlumpfvieh. Gritta, hau doch nicht da. Geh doch da nicht hin. Lass sie doch nicht stechen. Oh, Mann.
nichts abgekriegt, oder? Hast du was abgekriegt, Gritta? Nee, hast du nicht. Gut. Wollte doch eigentlich hier nochmal weiter gucken. Noch eine Blutfliege, die habe ich aber. Hat sie die gekillt? Das ist ja lustig. So. Jetzt geht's aber schnurstracks direkt zum leuchtenden Turm. Zum Leuchtturm. Sei denn, es kommt noch irgendwas Lustiges auf uns zu. Ah, geil. Beiden. Hinter mir her. Wo ist Gritta? Was sag mal, wo hast du denn jetzt Gritta gelassen? Oh, auf Gritta auf Abwägen oder was? Ach, da liegt sie. Ach, scheiße jetzt. Hat Angst vor Wasser und... Nee, muss ich nochmal einladen. So wird das ja nichts hier. Ja, ich glaube, wir werden das Ganze nochmal versuchen. Da hinten ist ein Blutfliege. Ich glaube, die werden wir mal gleich hier. Na komm her. Ich dresse nicht. Welche ist denn näher dran? Oh, jetzt geht die auch noch wieder dahin. Manometer. Okay, jetzt gibt es aber noch eine Blutfliege. Die hat sie schon erledigt. Okay. Weiter geht's perfekt. Hoffe ich doch. So, jetzt müssen wir wieder da hoch. Wisst ihr, wir werden uns weit rechts halten. Mit Gritta nicht wieder hier auf Abwägen da diese Ratte da killt. Okay, die bleibt erstmal hier. Okidoki. Alle da. So. Auf geht's. Jawohl. Da ist schon das Leuchtturm. Feuer hätte ich beinahe gesagt. Wow. Ist das nach Corines? Ah, es ist dunkle Nacht. Meldo. Super, ich glaube, wir haben es geschafft. Na, perfekt. Albrecht. Hallo, da bist du ja. Du konntest den Orks also entkommen? Wie du siehst, alles in Ordnung? Ja, alle Mann sicher angekommen. Und das haben wir alleine dir zu verdanken. Das werden wir dir nie vergessen. Wie du siehst, konnte ich Gritta retten. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Die Flucht über die Stadt war ganz schön riskant. Aber glücklicherweise ist ja alles gut gegangen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Baltram wollte noch mit dir sprechen. Er sagt, es ist wichtig. Am besten sprichst du direkt mit ihm. Du findest ihn hinter dem Leuchtturm. Ja, Baltram kann mich mal. Nach dem Ritt müssen wir erstmal hier eine Runde schlafen. Achso, Dandolo, bleib bitte mal hier beim Leuchtturm. Gut. Warte auf mich beim Leuchtturm. Na gut. Ja, okay. Ja, sehr gut. Und rein ins Bett. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ist passiert, haben wir gemacht. Und Baltram ist hinterm Leuchtturm. Hinterm Leuchtturm. Wahrscheinlich irgendwo hier. Komm, machen wir mal hier in Athletik. Da bist du. Hey du. Wie ich sehe, hat alles geklappt. Ja, dank deiner Hilfe. Ich möchte mich daher im Namen von allen nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ohne dich wären wir bestimmt den Orks in die Hände gelaufen. Was werdet ihr jetzt tun? Erstmal hier bleiben. Vielleicht sind wir ja hier einigermaßen sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Es hatte sicher einen Grund, warum die Orks den Leuchtturm besetzt gehalten haben. Auf jeden Fall müsst ihr damit rechnen, dass die Orks mal eine Patrouille hierher schicken werden. Keine Sorge, wir werden die Augen offen halten. Falls Orks kommen, werden wir uns in den Wäldern versteckt halten. Ach ja, bevor ich es vergesse. Die Leute haben für dich gesammelt. Wir hoffen, dass dir dieses Gold bei deiner Mission helfen wird. Ja, die haben für mich gesammelt. Ich habe doch gar keinen Geburtstag heute. So, Baltram hat mit mir gesprochen. Koragon, hast du noch was? Ja. Aber ich möchte doch ganz gerne nochmal mit Gritta labern. Wo ist denn die?
suche ich hier verzweifelt, die finde ich nicht. Hier ist ja nur die Hanna. Hier ist der Alrik. Nur was zu sagen, nö. Hier ist Meister Konstantino. Jo, Kritter ist wohl weg. Aus Örtchen oder was? Wäre sie hier drinnen? Ja, sein. Auf jeden Fall habe ich sie alle. Okay, dann werden wir uns der nächsten Aufgabe widmen. Bis nächste Mal. Wo ist Lord Hagen? Ja, natürlich, da sollte ich noch Buß fragen. Wo ist denn Buß? Buß, Buß, Buß. Buß muss irgendwo hier rumbußen. Ja, oder? Hä? Da hinten ist er doch. Aber hat ein gezappelt. Sorry, Leute. Hier ist Buß. Den fragen wir noch nach Lord André. Weißt du jetzt, was Lord André Lord zu Hagen, Marius gesagt hat? Ja, ich kann mich wieder erinnern. Lord André sagte zu Larius, dass sie sich zum alten Turm durchschlagen wollten, der sich in der Nähe von Onas Hof befindet. Da sind sie also. Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Schließlich hast du mich aus der Kanalisation herausgeholt. Da war ich dir was schuldig. Aber jetzt sind wir quitt. Genau, Quittengelee. Liebe Leute, das war's für diese Folge. Ein bisschen aufregend wegen dieser ganzen Orks und so. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt mir einen Kommentar, schreibt mir einen Daumen oder umgekehrt. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.